Ja, einen schönen guten Morgen und willkommen zu meinem Vortrag Prüfen an einer Fakultät mit 7000 Studierenden, modernes Klausurmanagement mit TUM-Examen. Mein Name ist Stefan Günther, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Kahle, Lehrstuhl für Netzarchitektur und Netzdienste an der Fakultät für Informatik der Technischen Universität München. Ja, Technische Universität München, mittlerweile eine sehr große Universität und gerade hier in der Fakultät für Informatik haben wir seit 2013, ich glaube sogar schon früher, Zahlen beginnen halt erst bei 2013. Stets steigende Anfängerzahlen im ersten Semester, sowohl Bachelor als auch Master. Und jetzt für 2021 erwarten wir sowas um die 2800 Studierende. Das ist noch circa. Die offiziellen Zahlen folgen Anfang Dezember. Ja, 7.500 Studierende, die gerade aktiv an der Fakultät studieren. Das ergibt, wenn man mal von 4 schriftlichen Prüfungen pro Semester ausgeht, irgendetwas um die 30.000 Prüfungen pro Semester. Und das muss natürlich irgendwie bewältigt werden. Und dazu haben wir schon 2015 angefangen, ein Klausurmanagementsystem zu entwickeln. Zunächst am Lehrstuhl. Und das wird mittlerweile auch fakultätsübergreifend an der ganzen Universität eingesetzt. Und es ist wirklich nicht nur ein Scanner-Klausurensystem, was die ursprüngliche Idee war, sondern tatsächlich ein richtiges Klausurmanagementsystem. Also die grundsätzliche Idee zu Beginn war, dass wir Klausuren, normale Papierprüfungen haben, dass wir die einscannen und zu Beginn haben wir das ja natürlich noch konventionell korrigiert und nach der Korrektur dann eben eingescannt und digital ausgewertet. Und gleich mit dazugekommen ist von Anfang an Raumverwaltung, Teilnehmerverwaltung, also dass ich Hörsäle habe, meine Studierenden irgendwie auf Hörsäle aufteile und so weiter. Als nächstes haben wir dann hinzugefügt die sogenannte iPad-Korrektur, optional. Also sprich, dass man eine Klausur nicht erst konventionell auf Papier korrigiert, sondern sofort nach dem Schreiben einscannt und dann digital auf dem iPad korrigiert. Hat diverse Vorteile, geht schneller, schöner, verteilter und ist immer noch aber das Look and Feel eigentlich von einer richtigen Papierklausur, die man halt nur digital korrigiert. Das werden wir uns nachher auch gleich anschauen. Und was wir auch von Anfang an schon mit dabei hatten, das war die Online-Einsicht. Ein ganz wertvolles Feature, spart nicht nur den Studierenden, sondern auch den Mitarbeitern eine ganze Menge Zeit. Also, dass die Studierenden quasi ihre Klausur als Scan, als PDF erhalten und dann über eine Webplattform Beanstandungen zur Korrektur geben können. Und das fließt danach wieder in die Bewertung zurück. Und was wir ebenfalls seit einigen Jahren zumindest für die TUM, sagen wir mal, rechtssicher haben, ist die digitale Archivierung dann von den Klausuren. Das heißt, die Papiervarianten können tatsächlich weggeworfen werden. Ja, und vor 2 Jahren, 1,5 Jahren, zu Beginn von Corona, als dann Papierprüfungen plötzlich ein Problem waren, haben wir natürlich uns überlegt, wie können wir digitale Prüfungen integrieren. Die ersten Vorarbeiten hatten da auch schon vor mehr als 2 Jahren begonnen. Und seitdem haben wir jetzt auch noch den Pfad, dass wir parallel auch gleichzeitig mit derselben Prüfung sowohl konventionell als auch digital prüfen können. Also sprich, dass Studierende sich die Klausur runterladen können, dann bei sich am iPad bearbeiten können oder in einem PDF-Editor bearbeiten können oder auch ausdrucken können, mit Stift bearbeiten können und danach wieder einscannen oder abfotografieren können. Genau, bevor wir uns das anschauen, noch kurz Zahlen, wie das gewachsen ist. Also 2015 hat es begonnen, damals noch nur bei uns am Lehrstuhl. Schon 2016 waren dann erste befreundete Lehrstühle dabei, die das ebenfalls versucht haben und ausprobiert haben. 2017 ist dann die Mathematik hier an der TUM mit aufgesprungen. Und ja, vor Corona hatten wir schon knapp 30.000 Klausuren pro Jahr. Mit Corona ist das Ganze dann natürlich noch mal ein gutes Stück gestiegen. Und jetzt zuletzt 2021 hatten wir knappe 65.000 schriftliche Prüfungen, die tatsächlich darüber geschrieben worden sind. Was auch noch interessant ist, TUM-Examen wird trotz des vielleicht im ersten Moment größeren Aufwands zu Beginn, was irgendwie ein neues System ist und alles, was neu ist, stellt eine Hürde dar, durchaus auch für Kleinstveranstaltungen eingesetzt. Ich habe sogar Veranstaltungen gesehen, wo nur 3 Leute eine Klausur hatten und trotzdem wurde TUM-Examen benutzt. Und nach oben hin ist natürlich keine Grenze. Die größten Veranstaltungen, die wir bisher hatten, waren so um die 2000 Studierende. Genau, der Vortrag soll jetzt aber kein Vortrag sein, sondern wir wollen eigentlich uns das System angucken, also sprich eine Demo machen. Und dazu haben wir eine echte Klausur, ein Grundlagenmodul im Bachelor Informatik anonymisiert. Die Klausur, die hat erst vor kurzem stattgefunden und zwar zeitgleich on-site und remote.
Das heißt, es ist dieselbe Klausur gewesen mit teils randomisierten Aufgaben. Der eine Teil der Studierenden hat on-site geschrieben, das waren 166 Anmeldungen, und der Rest hat remote geschrieben. Unter Aufsicht wohlgemerkt, wir haben mit BigBlueButton die Aufsicht gemacht, also unter prinzipiell ähnlichen oder vergleichbaren Bedingungen. Und da waren es 421 Anmeldungen. Genau, und ich habe jetzt ein paar Kurzdemos vorbereitet. Wir wollen uns zunächst mal angucken, wie man so eine Remote-Klausur eben aus Sicht des Prüfenden bereitstellen kann. Dann wollen wir uns angucken, wie ein Studierender diese Klausur erhält und bearbeiten kann und wieder abgeben kann. Dann schauen wir uns die Digitalkorrektur an. Und wenn noch Zeit bleibt, dann gucken wir uns auch die Online-Einsicht an, wie die aus Sicht von Studierenden und Prüfenden abläuft. Gut. Dazu wechseln wir einfach mal schnell hier in die Web-Oberfläche. Das hier ist jetzt unsere Demo-Instanz, also diese anonymisierte Klausur. Man muss dazu sagen, TUMIXAM ist so konzipiert, dass immer eine Instanz für genau eine Veranstaltung und für genau ein Semester ist. Das heißt, wir haben jetzt hier, ich hoffe, man sieht meinen Pointer, ja, hier alle, nennen wir es mal Prüfungsleistungen, die für dieses Semester relevant waren. Das ist also nicht eine einzelne, sondern das ist eine Midterm insbesondere gewesen. Das waren ein paar Programmieraufgaben, Quizze, und das wurde dann zusammen mit der Endterm in eine finale Note verrechnet. Und genauso hatten wir jetzt hier kürzlich diese Retake-Klausur, die hat eben zeitgleich on-site und remote stattgefunden. Und was wir uns jetzt angucken, ist eine Demo-Klausur, die habe ich heute Morgen erstellt. Und die sollte hoffentlich gleich laufen. Die geht von 10.10 Uhr bis 10.40 Uhr. Und vielleicht erstmal, wie erstellt man eine Klausur in TUMIXAM? Dazu geht man hier auf Template und hat dann verschiedene Möglichkeiten. Die erste Variante ist, und ja, wer sich jetzt diesen Link rauskopiert, der kann dann tatsächlich diese Demo-Klausur über Git auch klonen. Da ist aber kein Problem dahinter, weil die ist sowieso öffentlich, also diese Angabe, ne? Und die erste Variante, die halt Informatiker hauptsächlich verwenden, ist LaTeX-Angabe mit Git versioniert. Wenn man kein Git verwenden möchte, dann kann man auch sein LaTeX-Template direkt als ZIP hochladen. Wenn man gar kein LaTeX verwenden will, dann kann man auch eine fertige Klausur als PDF hochladen und da nachträglich hinzufügen, was halt TUMIXAM braucht. Und die dritte Variante, vierte Variante ist, dass man unseren LaTeX-Editor verwendet. Den können wir uns mal ganz kurz anschauen. Der sieht so aus. Und da hat man dann hier auf der linken Seite alle Dateien, die eben zu dieser Klausur gehören. Hier den LaTeX-Quelltext, und auf der rechten Seite, das dauert einen kleinen Moment, wird dann eine Vorschau von der Klausur angezeigt, wie die dann eben aussehen wird. Das Grün hier, das verschwindet, das zeigt an, wo der Cursor gerade hier im Quelltext ist. Und dann kann man hier durch seine Klausur durchgehen und sich eben angucken, wie diese Klausur als PDF aussehen wird. Genau. Wenn man das, wenn die Klausur fertiggestellt ist, dann muss man Angaben bauen. Das macht man hier wieder unter Template, hier unten. Da tippt man dann ein, wie viele Klausuren man eben bauen möchte. Das ist deswegen relevant, weil die Klausuren sind individuell für die einzelnen Teilnehmer und gleichzeitig sind sie teilweise auch randomisiert. Also je nachdem, wenn man Multiple-Choice-Aufgaben drin hat, dann sind zum Beispiel die Antwortmöglichkeiten permutiert. Im Rahmen dessen, was man halt mit LaTeX permutieren kann, kann man auch wirklich Aufgabenstellungen randomisieren. Genau. Jetzt schauen wir mal auf die Submission-Seite. Was wir jetzt außen vor lassen, der Zeit wegen, ist die eigentliche Aufsicht. Also man kann optional eine Aufsicht hier planen. Das vergessen wir jetzt mal. Die Klausur ist unbeaufsichtigt. Und Studierende sind jetzt bis, das ist ein bisschen sehr lange eingestellt hier, da habe ich mich verdrückt, könnten theoretisch bis morgen was abgeben. Die Klausur soll aber eigentlich um 10.40 Uhr enden. Die Zeiten sind jetzt halt nicht ganz richtig eingestellt. Das Interessante ist jetzt hier unten. Hier sehen wir Matrikelnummern. Das sind natürlich anonymisierte Matrikelnummern mit Ausnahme von der ersten. Das ist meine. Und da werden wir jetzt gleich sehen. Also ich logge mich jetzt gleich als Student ein und dann sehen wir, wie der Student das erlebt, wenn eben so eine Klausur geschrieben wird. Jetzt klicke ich da mal auf meine Matrikelnummer und hier drauf. Studenten erreichen die Plattform über so einen individuellen Link. Das ist ein Token, was zufällig gewählt ist und den Studierenden über Campus Online bereitgestellt wird.
Wenn ich da jetzt drauf gehe, dann wäre ich aufgefordert, normalerweise nochmal meine Matrikelnummer einzutippen. Das ist jetzt hier nicht passiert, weil ich mich vorhin schon mal eingeloggt hatte, deswegen bin ich noch eingeloggt. Jetzt sehen wir hier in Progress, die Klausur hat schon gestartet, ansonsten wäre jetzt hier ein Countdown, der halt runterzählt. Wenn ich da jetzt drauf gehe als Student, dann kann ich mir hier unter Download die Angabe runterladen. Hier ist meine Klausur, personalisiert mit einem Sticker. Der wird dann später für die Bilderkennung benötigt. Und jetzt kann ich als Student dieses PDF bearbeiten im Programm meiner Wahl oder auch ausdrucken, mit Papier, also mit Stift bearbeiten und danach wieder abfotografieren und hochladen. Wir machen das Ganze jetzt mal schnell in GoodNotes zum Beispiel. Ich importiere das als neues Dokument. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel den Code of Conduct unterschreiben, meine Unterschrift reinsetzen und kann dann hier, wenn es der Editor unterstützt, GoodNotes tut es jetzt nicht, deswegen muss ich hier tatsächlich Kreuze machen. Ansonsten könnte man diese Checkboxen auch einfach anhaken und hier irgendwelche Aufgaben kann ich bearbeiten, in Zeichnungen reinmalen, was auch immer. Ja? Und wenn ich fertig bin oder wenn die Arbeitszeit vorbei ist, dann muss ich halt meine Klausur exportieren, Export All, als PDF wieder. Die speichern wir kurz im Dateisystem ab, auf meinem iPad und wechseln zurück wieder in die Web-Oberfläche. Und hier kann ich jetzt entweder eben eine Menge von JPEGs hochladen, wenn ich das Ganze abfotografiert habe, oder ich kann ein PDF hochladen. Gehen wir auf Add Files, Choose Files, das Assignment auswählen, auf Submit. Dauert so einen ganz kleinen Augenblick, das wird konvertiert. Wenn zu viele Studenten gleichzeitig abgeben, kommt man in eine Warteschlange. Das funktioniert sehr gut und dann zeigt einem TUM-Examen auch sofort an, was TUM-Examen aus der Abgabe gemacht hat, sodass keine Überraschungen entstehen. Es wird dem Studierenden nochmal angezeigt, was eben genau abgegeben wurde. Und wenn wir uns zurückgehen und uns das Ganze aus Prüfersicht wieder ansehen, laden wir mal schnell hier die Seite neu, dann sehen wir, dass hier unten meine Matrikelnummer sich zweifach verfärbt hat. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Hintergrund blau geworden ist. Das bedeutet, ein Studierender hat es runtergeladen und grün bedeutet, er hat es auch abgegeben. Und auf die Weise werden Klausuren in TUM-Examen bereitgestellt, remote bereitgestellt, bearbeitet und wieder abgegeben. Genau. Was schauen wir uns als nächstes an? Als nächstes schauen wir uns an, wie wir eine Klausur korrigieren wollen oder können. Dazu gehen wir mal schnell hier in die Retake on-site. Es gibt grundsätzlich zwei Varianten im TUM-Examen. Die eine Variante ist eine webbasierte Korrektur. Da kann man im Webbrowser sich jetzt hier auswählen, welche Aufgabe, Teilaufgabe ich korrigieren möchte und dann auf Start klicken und dann wird einem die Seite angezeigt und dann kann ich mit Stifteingabe oder mit Textfeld anfangen zu korrigieren. Wenn man ein iPad hat, dann gibt es eine schönere Variante, nämlich die TUM-Exam iPad Correction App. Hier sehen wir jetzt unsere 5 Aufgaben, die die Retake-Klausur hatte. Die erste hat nur eine Erstkorrektur, deswegen haben wir nur einen grünen roten Kringel. Und der ist auch schon fertig. Der ist deswegen fertig, weil es eine Multiple-Choice-Klausur war und Multiple-Choice wird automatisch ausgewertet. Wir machen jetzt mal hier Aufgabe 2. Dann gehe ich drauf, bekomme ich gleich die erste Klausur angezeigt und könnte jetzt hier anfangen zu korrigieren, reinschreiben und Punkte geben. Ne? Fehlt und flupp. Nächste Klausur. Ja? Etwas schöner. Oder ein Feature, was jetzt eben diese App hier kann, ist, gerade bei unabhängigen Teilaufgaben, wie das jetzt hier der Fall ist, da sind die einzelnen Teilaufgaben nicht aufeinander aufbauend, sondern die sind völlig unabhängig voneinander zu beantworten, können wir uns einfach eine Teilaufgabe auswählen und dann zeigt mir TUM-Examen von allen Klausuren, die halt jetzt auf die Seite draufpassen hier, genau diese eine Teilaufgabe an und ich kann sehr schnell hier sagen, okay, 0 Punkte, 0 Punkte, 0 Punkte, 0 Punkte und hier Simplex nur eine Richtung richtig, gibt einen Punkt und die nächsten. Und so kann man sehr schnell durch die Klausuren durchgehen und auch sehr konsistent korrigieren. Und noch schöner, man kann auch sich die Lösungen einblenden lassen zum Beispiel. Und wenn jetzt die Aufgabe randomisiert wäre, das ist jetzt in diesem konkreten Fall nicht der Fall, dann würden hier auch die richtigen Lösungen zur jeweiligen Permutation quasi stehen. Wir können mal ganz kurz versuchen,
das bei dieser Aufgabe hier zu machen. Ich glaube, die hier, da gibt es zumindest zwei unterschiedliche Varianten. Schauen wir mal ganz kurz, wo wir welche finden. Das ist alles noch Leitungsvermittlung. Manchmal ist es hier, da ist es ein Vorteil, da soll ein Nachteil gesagt werden. Da gegen Paketvermittlung gegenüber Nachrichtenvermittlung, Leitungsvermittlung gegenüber Paketvermittlung. Also es ist randomisiert und wenn ich mir hier die Lösungen anzeigen lasse, dann wird mir halt auch jeweils die richtige Lösung dazu angezeigt. Genau, und das können dann letzten Endes beliebig viele Tutoren oder Mitarbeiter gleichzeitig korrigieren und auf die Weise sehr schnell und einigermaßen konsistent durch die Klausuren durchkommen. Das ist die Korrektur und jetzt können wir uns noch die Einsicht angucken. Da haben wir noch genug Zeit. Dann schauen wir uns hier das Webinterface wieder an. Mal ganz kurz überlegen. Nehmen wir mal zur Einsicht die Remote-Klausur hier. Die ist fertig korrigiert. Da habe ich die Korrektur nicht wieder gelöscht. Und wenn wir jetzt hier auf Review gehen, dann kriegen wir hier unten gleich wieder so ein Grid. Und dieses Grid, da steht jetzt jede Box quasi für eine Klausur. Die Klausuren sind analysiert, sogenannte EREDs, E-Nummern. Und grün bedeutet, der Studierende hat sich seine Klausur runtergeladen. Grau bedeutet, er hat sie sich nicht runtergeladen. Gut, jetzt nehmen wir einfach mal hier die Klausur 2. Jetzt bin ich hier irgendein Student. Ich muss mir mal schnell die Matrikelnummer von dem merken. Jetzt gehe ich auf dem seinen Link, muss hier zur Bestätigung noch mal kurz diese Matrikelnummer eingeben. Dann kann ich mich einloggen und dann sollte ich hier Retake Remote, Review Active, also Einsicht läuft gerade, bin ich hier jetzt in der Lage, mir die korrigierte Version eben herunterzuladen. Bekomme dann hier eine automatisch generierte Seite. Das hat leider nicht funktioniert für den Studierenden, der ist durchgefallen. 27,5 Punkte hat er insgesamt in der Remote-Klausur gehabt. Gibt erstmal eine 4,7, dann hätte er Bonuspunkte 10,5. Die werden aber nicht angerechnet, weil die nur angerechnet werden, wenn die Klausur bestanden ist. Deswegen bleibt es am Ende bei der 4,7. Und hinten dran, ganz kurz, hinten dran kommt jetzt die eigentliche Klausur. Da ist Multiple-Choice-Teil mit dabei. Das hat Tumix aber alles automatisch erkannt. Also die roten Kästchen hier geben quasi an, was Tumix erkannt hat. Und noch ein bisschen weiter runter haben wir dann die Lösung von dem Studierenden inklusive der Korrektur. So. Und hier kann jetzt der jeweilige Studierende sich dann gegebenenfalls beschweren beziehungsweise halt Einwände eben zur Korrektur vorbringen. Und das macht er, indem er hergeht und hier unten eine Teilaufgabe auswählt, zum Beispiel die 2G, und dann natürlich einen möglichst qualifizierten Kommentar reinschreibt, der etwas qualifizierter sein sollte als das, was ich jetzt reinschreibe. Na, mehr Punkte. Das ist eben kein qualifizierter Kommentar. Und dann kann er das speichern und dann wird es den Korrektoren angezeigt. Das können wir uns mal ganz kurz angucken. Wenn ich jetzt zurückgehe in die Prüfersicht, ich glaube, ich habe mich versehentlich hier gerade, oder? Nee. Doch, ich habe das nicht in einem neuen Fensterchen geöffnet. Deswegen muss ich jetzt hier ein paar Mal zurückdrücken, bis ich wieder auf der richtigen Seite hier bin. Entschuldigung. Wenn wir jetzt hier wieder auf Review gehen, dann sehen wir in dem Grid hier unten plötzlich, dass dieses Feld hier grün geworden ist. Und grün bedeutet, wir haben es uns halt angeschaut. Und wenn ich da draufklicke, dann sehen wir hier sogar schon die Beschwerde, mehr Punkte. Ja. Und nach Abschluss, wohlgemerkt nach Abschluss von der Einsichtsperiode, können dann die Korrektoren hier unter Feedback die einzelnen Einwände einsehen. Natürlich ohne zu sehen, welcher Studierende sich da konkret beschwert hat, bekommt dann automatisch angezeigt die jeweilige Aufgabe, Teilaufgabe von der Klausur, den Einwand und dann wird ein Kommentar eben dazu gegeben, warum die Bewertung so richtig ist oder warum die Bewertung geändert wurde. Und auch das können wir uns anschauen, mal am Beispiel von der Endterm-Klausur zum Beispiel. Da sieht das Ganze dann so aus. Ja, ist ein bisschen röter oder bunter. Je mehr das Ganze ins Rot geht, desto mehr Einwände hat der jeweilige Studierende. Schauen wir uns mal hier die 100 zum Beispiel an. Sehen wir hier eben die Einwände.
Und wenn ich hier jetzt das PDF mal runterlade und anschaue, dann werden wir hier auf der ersten Seite zusätzlich noch eine Tabelle sehen. Und diese Tabelle hier beinhaltet jetzt sämtliche Einwände in Schwarz, die der Studierende hatte, zur jeweiligen Aufgabe, die Antwort vom jeweiligen Korrektor und eventuell eben eine Änderung der Punktzahl. Und ja, so läuft die Einsicht. Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz, weil das halt der häufigste, die häufigste Frage ist, ob da jetzt nicht viel mehr Studierende sich beschweren würden, Antwort bisschen schwer zu beantworten, weil ich mir nie mitgeschrieben habe in einer Live-Einsicht, in einer Präsenzeinsicht, wie viele einzelne Fragen da gekommen sind. Aber wenn wir uns das mal anschauen, es sind insgesamt 314 Einwände von 60 Studierenden gekommen. Die 60 beziehen sich jetzt wirklich nur auf die Studierenden, die einen Einwand hatten. Wenn man sich hier dieses Grid anschaut, das sind viel mehr als 60 Leute, ne? Das sind ein paar hundert. Ne? Und von den paar hundert hatten 60 eben Einwände und insgesamt waren es dann 314 Einwände, also ungefähr 5 pro Studierenden. Und das ist zu beantworten normalerweise innerhalb von wirklich eher Minuten als Stunden. Also ein Mehraufwand besteht hier aus Prüfersicht ganz sicher nicht. Und das Schöne ist, es ist perfekt dokumentiert am Ende als PDF und wird digital archiviert. Schöner kann man es eigentlich gar nicht haben. Ja, damit bin ich eigentlich auch schon am Ende von meinem Vortrag und freue mich jetzt auf Fragen, die mir gerne per Chat oder wenn möglich auch als Audio gestellt werden können. Genau, ich kann die, im Chat wurden 3 Fragen gestellt. Ich würde die einfach dir kurz zuspielen. Also Anna Pock fragt, zählt die Unterschrift auf der Klausur als rechtssichere Unterschrift? Antwort haben wir nie abklären lassen. Steht auch den einzelnen Lehrstühlen ein bisschen frei. Gerade die Mathematik macht es ein bisschen anders. Die Mathematik schaltet bei uns gerne eine eigene Klausur als Code of Conduct vor, den Studierende bearbeiten müssen und der dann quasi Voraussetzung ist, dass man an den richtigen Klausuren teilnehmen kann. Hat auch einen gewissen Vorteil, weil das gleichzeitig für die Studierenden nochmal ein Testlauf ist. Ne? Wir haben jetzt bei uns gesagt, okay, wir haben hier so einen Abgabetest. Das ist eine Klausur quasi, die Studierenden das ganze Semester über bearbeiten und abgeben können. Damit üben sie das. Und wir am Lehrstuhl haben gesagt, okay, wir belassen es bei diesem kleinen Unterschriftenfeld. Und wenn jetzt ein Studierender natürlich keine Stifteingabe hat, dann steht unter diesem Unterschriftenfeld, er soll bitte seinen Namen eintragen. Wirklich rechtssicher ist das aber in der Form wohl nicht und beziehungsweise wir haben es halt nicht abklären lassen. Gleichzeitig muss ich aber dazu sagen, bei einem Moodle-Test habe ich diese Rechtssicherheit in der Form auch nicht, da unterschreiben die Leute auch nichts. Und dass derjenige der ist, der vorgibt zu sein, naja gut, die Links werden über Campus Online bereitgestellt, das heißt per se kann der Studierende erstmal nur seinen Link haben, es sei denn, er gibt ihn weiter. Für Moodle aber zum Beispiel gilt dasselbe, wenn jemand halt sein Moodle-Passwort wem anders gibt, kann ich auch nicht mehr kontrollieren, dass es derjenige ist. Da müsste ich dann mit schwereren Geschützen auffahren, beziehungsweise wenn man eben, wie das jetzt bei uns der Fall war, die Remote-Klausuren per BigBlueButton oder Zoom beaufsichtigt, dann kann man natürlich eine sinnvolle Anwesenheitskontrolle machen und das ist eben auch was, was hier unter Supervision in TUM-Exam grundsätzlich möglich ist. Gut, ich denke oder hoffe, dass das die Frage umfassend beantwortet. Die nächste Frage war, gibt es eine Abschätzung, wie viel Arbeitszeit TU im Exam circa spart? Das hängt, denke ich, ganz davon ab, wie die Klausur davor gelaufen ist und ich denke, die meiste Zeit spart man sich auf jeden Fall hinsichtlich der Korrektur und der Einsicht. In absolute Zahlen kann ich das nicht fassen, aber vielleicht als ganz einfaches Beispiel. Wir haben ein relativ komplexes Bonussystem. Ich habe das vorhin gerade schon kurz angesprochen. Wir haben einen Bonus, der nur angerechnet wird, wenn wir haben insgesamt hier 4 Programmieraufgaben gehabt in dem Fach, ne? Und 2 Quizze und eine Midterm-Klausur und das wurde alles irgendwie untereinander verrechnet. Und ich erinnere mich an früher, als wir TUM-Exam noch nicht hatten, ich bin am Ende immer erst mal 3 Tage vor einer Excel-Tabelle gesessen, bevor ich mir einigermaßen sicher war, dass die Noten dann stimmen. Und in TUM-Exam
klicke ich mir meine sogenannte Evaluation zusammen und erhalte dann wirklich sehr schnell meine Notenhistogramme. Ich kann das hier mal ganz kurz zeigen, wie das bei der Endterm eben ausgesehen hat. Dauert einen ganz kurzen Augenblick, bis es lädt, und habe es auf einen Blick und kann mir eigentlich auch sicher sein, dass es so ist, wie es sein soll. Prima. Genau, also hier haben wir das Histogramm von den Punkten, die Punkteverteilung. Die grauen, wenn man genau hinschaut, sind ohne Bonus, die blauen sind mit Bonus. Hier unten sieht man die einzelnen Notenintervalle. Hier rechts könnte ich meinen Notenschlüssel anpassen und hier unten habe ich dann meine Notenverteilung. Sehr spannend. Wir haben jetzt, glaube ich, noch so 4, 5 Fragen und 3 Minuten Zeit. Wir können auch 1, 2 Minuten überziehen, weil wir ja auch ein bisschen später angefangen haben. Aber vielleicht einfach, es sind auch kurze Fragen, kurze Antworten. Ist die Korrektur anonymisiert? Man tut sich sehr schwer, als Korrektor rauszufinden, wer ist. Es steht auf der ersten Seite einer Klausur die Matrikelnummer, sonst nichts. Und dann müsste man als Korrektor jetzt anfangen, hier in TUM-Examen nach der Matrikelnummer zu suchen, wer das ist. Das tut keiner. Okay. Werden die Fragen in Moodle generiert? Nein. Die Klausur wird gestellt entweder als LaTeX-Template oder hochgeladen als PDF. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ich mir ein PDF aus Moodle generiere, das in TUM-Examen hochlade und dann daraus eine TUM-Examen-Klausur mache. Das könnte funktionieren. Hat bisher noch keiner probiert. Gut, die nächste ist ein halber Kommentar und eine Frage. Ich finde, das klingt gut, übersichtlich und effizienter. Was mir aber fehlt, ist der Austausch mit den Lernenden in der Prüfungseinsicht, bei der ich als Studierender schon noch einiges gelernt habe. Kann das irgendwie umgesetzt werden? Naja, also den Austausch haben wir im Sinne von, der Studierende stellt einen qualifizierten Einwand oder eine qualifizierte Frage und bekommt dann, je nachdem, wie sinnvoll die Frage war, halt auch eine sinnvolle Antwort drauf. Was es absichtlich nicht gibt, ist eine Diskussion oder Chatfunktion. Das wäre auch gar nicht umsetzbar, wenn man sich überlegt, wenn ich als Lehrender schon während der Einsicht antworten würde. Studierende können ihre Antworten ja auch jederzeit wieder löschen. Das würde ausufern in eine endlose Diskussion. Das ist auch bei Klausuren mit 1000 Teilnehmern so in der Form kaum umsetzbar, ganz ehrlich. Was aber das Lernen angeht, es ist im TUM-Examen eigentlich so vorgesehen, dass Studierende ihre Klausur als Kopie bekommen und auch einen Lösungsvorschlag erhalten. Also viel mehr kann man sich eigentlich, glaube ich, kaum wünschen. Ich fasse mal 2 Fragen zusammen, weil die in eine ähnliche Richtung gehen. Das eine kam über Q&A. Ist das Tool Open Source bzw. frei verfügbar? Was müsste ich an Infrastruktur bereitstellen, um das einsetzen zu können? Und im Chat war die Frage, was kostet die Nutzung des Programms? Genau. Also das Tool ist nicht Open Source. Es gibt mittlerweile eine Ausgründung mit einem ehemaligen vom Lehrstuhl, die sich bemüht, das Tool kommerziell anzubieten. Das ist aber noch nicht fertig und wird momentan tatsächlich auch wirklich nur TUM-intern eingesetzt. Sehr gut. Falls da nähere Fragen dazu sind, gerne bei uns am Showspace vorbeischauen oder mir eine E-Mail schicken, dann kann ich da auch gerne Kontakt herstellen. Vielen Dank. Kann ich per IT zugreifen? IT? ITI, das müsste man nochmal machen. Bin ich überfragt, was das ist. Genau. Falls es irgendwie um Authentifizierung oder sowas geht, das läuft über Shibboleth, also sprich DFNAI. Moodle, gibt es einen einfachen Weg, bestehende Moodle-Prüfungen in das System zu importieren? Prüfungen an sich nein, beziehungsweise wenn die Klausur als PDF darstellbar ist, dann schon. Ansonsten ist die Schnittstelle momentan einfach nur entweder aus Campus Online Klausur-Anmeldelisten als CSV oder aus Moodle Teilnehmerlisten als CSV. So kommen quasi die Studierenden in TUM-Examen rein. Wunderbar. Und exportiert werden sie dann auch wieder entsprechend als Campus Online kompatible Notenliste. IT war gerade mein Fehler. Es ist LTI, Learning Tool Interoperability. Ach so, nein, eine derartige Schnittstelle haben wir bisher nicht integriert. Alles klar.
Wie lange stehen die Prüfungen den Studierenden zur Einsicht bereit? Das hängt vom Prüfer ab. Das kann der Prüfer einstellen, wie er möchte. Es gibt einige wenige, die versuchen, das so zu handhaben wie bei einer Präsenzeinsicht. Das ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Das fördert auch nicht, dass die Studierenden qualifizierte Kommentare abgeben. Aus meiner Sicht sollte so eine Einsicht schon einige Tage bis zu einer Woche ungefähr andauern. Und jetzt noch die letzte Frage. Gibt es bundesweit vergleichbare Tools? Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt eine ganze Reihe von, ich würde mal sagen, universitären Tools oder Projekten, die an Lehrstühlen entstanden sind. Eine Form, die jetzt TUMEXAM ist, also sprich, die im Prinzip verfolgt eine digitale oder wie soll ich sagen, die das Ziel verfolgt, den ursprünglich und bekannten analogen Prüfungsprozess, also Papierformat, in ein digitales Format zu überführen beziehungsweise digital zu unterstützen und dabei aber so nah wie möglich an dem altbewährten und bekannten Papierformat zu bleiben. Wie zum Beispiel auch die iPad-App jetzt eben im Prinzip nichts anderes tut, als eine Papierkorrektur zu ermöglichen, aber halt am iPad, ne? Zusammen mit den Möglichkeiten, die sich daraus ergibt, zum Beispiel pro Teilaufgabe korrigieren. So ein Projekt in der Form ist mir nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern insgesamt nicht bekannt. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben im Chat noch ein tolles Schlusswort. Wirklich ein tolles nutzerfreundliches System, das Studis und Lernenden Zeit und Nerven spart. Man kann sich nur wünschen, dass sich dieses Tool verbreitet. Herzlichen Dank für den inspirierenden Vortrag, für die Diskussion und damit würden wir den Raum schließen. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Und Fragen ich bedanke stellen. Mich auch und noch einen schönen Tag. Viel Spaß noch auf dem Festival.